Aha, ihr habt mich ja direkt beim Kommentare kommentieren erwischt. Dann bleibt's doch gleich dran, dann macht man es halt wieder zusammen. Oh, ich finde eins meiner Lieblingskategorien. Und heute mit Fertig-Granulat-Kaffee, weil ich dachte mir, wie geordert hast, brauche ich nicht gleich ganz sehen. Kann machen. Gut, immer schlecht. Hilfe, ich habe kein SE Drum Kit. Ich habe generell nur ein virtuelles Instrument, das heißt Cakewalk TTS 1. Was mache ich falsch? Da würde ich zuerst mal checken, ob die SE Drums bei dir überhaupt installiert sind, beziehungsweise die SE Instrumente. Das kannst du hier in diesem Untermenü abchecken und dann hier unter VST Instrumente. Und wenn hier die SE Instrumente nicht aufgeführt sind, dann führ nochmal das Cakewalk Setup aus und schau, dass hier auf alle Fälle ein Haken drin ist. Wieder erwarten ist die echt gut. Ich habe mir schon überlegt, was ich mache, wenn er nicht schmeckt. Ob ich dann irgendwie gerade dramatisch rausgehe, die Klospülung ertönen lasse und mir provokativ neu mache. Aber er ist echt gut. Oder ich bin einfach mit wenig zufrieden, kann auch sein, gell? Kompliment, ein aktuelles Video aus dieser Sparte ohne jegliche Nennung von Waves. Schee. Waves wird ja, die Firma Waves wird im Moment sehr hart diskutiert und sie sind auch wieder zurückgerudert mittlerweile. Die wollten doch tatsächlich ihre ganzen Plugins als Abo-Modell, also dass du die nicht mehr kaufen kannst, sondern nur noch für, glaub, 29 oder 39 Dollar im Monat mieten. Auf jeden Fall viel zu viel, nicht nach meiner Meinung nach viel zu viel, und haben auch den Kauf komplett abgeschafft, ohne Ankündigung. Es war natürlich ein riesen Shitstorm und Waves ist instant zurückgerudert und jetzt bietet es jedes Plugin zum Kauf für 29 Dollar an. Ja, ist schön, aber ich traue den ganzen Sachen nicht, weil ihr seid, das ist bei weitem nicht die erste Firma, die sowas macht. Meiner Erfahrung nach ist es oft genug so, man probiert einfach, wie weit kann ich denn gehen? Das war bei Sofit, das war bei Adobe, das war bei jedem anderen, der Software as a Service jetzt mittlerweile noch anbietet. Jedes Mal das Gleiche. Die Firmen versuchen erstmal ganz dreist vorzupreschen und dann schau, ab wann fängt denn der Shitstorm an, und dann rudern sie zurück und dann wird es dann oft in ganz kleineren Einheiten und Stücken gemacht, ja, so wie wir bei so einem Frosch, der wo man das Wasser einfach erhitzt, der merkt es dann auch nicht und irgendwann ist dann spät. War jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch. Aber egal. Ach du liebe Güte, weniger Prozent heißt mehr Abweichung. Deswegen bin ich mit Humanize nicht zurechtgekommen. Danke. Ja, war ein bisschen paradox, gell? Aber merkst du einfach so, umso höher, dass du bist, also zum Beispiel 100% ist so 100% unverändert und alles drunter, umso wird halt dann die Abweichung größer. Hallo Andi, super Videos, die ich seit geraumer Zeit verfolge. Bei mir funktioniert das mit der AUX-Spur und den Sens nicht. Sehe auch in der AUX-Spur keinen Ausschlag der Intensität. Hast du eine Idee, was ich da falsch mache? Liebe Grüße. Ja, wir haben es ja dann, lieber Adam, wir sind ja dann schon ein bisschen weiter bis jetzt und es sieht so aus, als würde es an deinem Rematrix Solo Plugin liegen. Weil normalerweise hast du ja immer so eine Wellenform-Vorschau. Ich habe dir auch schon mal meine Standardbibliothek, die bei Rematrix Solo dabei ist, habe ich dir auch schon zur Verfügung gestellt. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob das funktioniert, wenn du jetzt den Ordner dann anlegst und die Datei da reinmachst. Ansonsten wird meiner Meinung nach wirklich nur noch eine Neuinstallation was nutzen. Was anderes fällt mir jetzt da nicht mehr ein dazu. Und jetzt kommt ein Kommentar vom André. Und den fand ich sehr geil, weil das war dann jetzt tatsächlich wieder so ein Moment, wo quasi der Schüler dem Meister was beibringt, wie man das so sagen kann. Und zwar, es ist nicht nötig, eine Instrumentenspur auf MIDI- und Audiospur aufzuteilen, um MIDI-Effekte auf der Spur zu platzieren. Bei der Instrumentenspur hast du im Inspektor unter den Tabs Audio und MIDI, voreingestellt ist Audio, wechselst du auf MIDI, kannst du dort den MIDI-Effekt im Effekt-Container einfügen. Und das wusste ich tatsächlich nicht. Also ich wusste, dass es dort einen Reiter gibt, dass du da von Audio auf MIDI wechseln kannst und dass du es auch Sachen wie ein Arpeggiator und so drin hast. Aber mir ist dann nie aufgefallen, dass da auch ein Effekt-Rack drin ist und dieses Effekt-Rack dann ausschließlich für MIDI ist. Also hier, lieber André, vielen Dank für den Tippo. Again, what learned. Und ihr habt wissen es jetzt auch und kennst den Part in meinem Video zu Cakewalk Cal komplett ignorieren. Alter Schwede, dafür bekommst du einen Stern in dein Fleißheftchen. Vielen lieben Dank. Jetzt warst du das Skript, das mir eine Menge Arbeit erspart hat. Ja, vielen lieben Dank. Ich muss aber sagen, es hat echt Spaß gemacht, diese ganzen Skripte auszuprobieren.
Weil ich bin ja dann doch so gern so ein Tüftler und Bastler. Und dann auch mal die anzugucken, was die machen und was dann passiert. Die meisten haben zwar eine gute Beschreibung in Englisch dabei, aber bei vielen war es dann so, wo ich dann selber erst drauf gekommen habe müssen, so, ja, was hat das Ding jetzt überhaupt gemacht? Also es war zwar viel Arbeit, aber es hat Spaß gemacht. Und wenn es dann für euch nochmal hilfreich war, habe ich euch erreicht. Fast euch sehen. Mir ist aufgefallen, dass es kein Video zu dieser Inspektor-Sache gibt. Ja, lieber Olli, du hast völlig recht. Ich habe noch kein Video zum Inspektor. Wir haben es in der Anfänger- oder Einsteiger-Serie schon so ein bisschen angekratzt, was man im Inspektor so hat. Aber der ist noch viel, viel umfangreicher. Zum Beispiel hast du da die Tempo-Map drin. Du hast noch ein Eigenschaftenfenster für Clip-Eigenschaften. Den Pro-Channel haben wir ja schon durchgenommen. Und da gibt es noch viel, viel mehr Funktionen, unter anderem zum Beispiel den Reiter Media und Audio, den wir vorher schon gehört haben. Da werde ich auch noch ein extra Video dazu machen. Ich habe ja hier schon meine To-Do-Listen für die Videos, die ich mache, und ich gehe da wirklich sehr, sehr viel auf eure Kommentare ein und schaue mir, was schreibt ihr in die Kommentare, über welches Thema hättet ihr gerne ein Video dazu. Also hier bitte nicht aufhören, in die Kommentare zu schreiben, was ihr möchtet. Vielleicht wissen wir doch noch ein bisschen, dass er gut ist. Das ziehen wir jetzt durch. Die Tasse wird klar. Kommen wir zum nächsten Kommentar. John Denver. Weißt du zufällig, welche Leistung bei einem PC für die DAW wichtiger ist? Single-Core oder Multicore-CPU? Also grundsätzlich, die Cakewalk-Mindestvoraussetzungen setzen eine Multicore-CPU voraus. Du kannst es gerne mal probieren, ob es mit einem Single-Core auch funktioniert. Aber gibt es überhaupt Single-Core-CPUs heutzutage noch? Also wenn es welche gibt, dann ist es ja wirklich das Billigste vom Billigsten. Und auch Cakewalk hat nach unten ihre Grenze. Aber grundsätzlich kann man sagen, Cakewalk ist sehr ressourcenschonend und braucht auch nicht so viel an Hardware-Anforderungen. Also ich habe unten im Aufnahmeraum, der ist sogar schon 12 Jahre alt, der Rechner. Das ist so zweite, dritte Generation Core i7, 4 Kerne mit 1,6 Gigahertz und so wirklich so kleine kompakten Kisten. Und da kann ich, ja, da kann man tatsächlich 16 Spuren gleichzeitig aufnehmen. Da kann ich wirklich die ganze Band aufnehmen. Wo ich dann irgendwann merke, wo es an seine Grenzen stößt, ist vor allem, wenn ich VST-Instrumente und VST-Plugins nutze. Da ist natürlich umso mehr ich da nutze, umso mehr geht mein System in die Knie. Also da musst du einfach mal ausprobieren. Schön ist ja, Cakewalk kostet ja nichts. Ich kann es kostenlos runterladen und mehr ausprobieren. Und wenn ich dann sage, so, hey, das funktioniert ja mit meinem System ganz gut, dann nutze es einfach weiter. Und dann kannst du ja gleich dieses Video anschauen, weil das ist auch wieder ein ganz guter Tipp zu Cakewalk und so. Hey, ich sag mal wieder, lieben, vielen lieben Dank fürs Zugucken, ihr Lieben. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge und auf eure Kommentare. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchibärli und Servus.